So, hi und hallo mal wieder. Und ja, das ist auch ein Wunschvideo. Ich wurde mal wieder angeschrieben, ob ich mal wieder was für kleine Mädchen machen kann oder allgemein für Mädchen. Da habe ich mir gedacht, Saphiras Magazin Nummer 3, das Neon-Sondermagazin. So, jetzt muss ich aber auch dazu gestehen, ich weiß nicht, wie alt das Magazin ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich habe ja hier so ein paar Magazine so liegen und in Kisten, aber ich habe an dieses auch nicht mehr gedacht. Aber da ich ja letzte Zeit wieder an Sortieren bin, weiß ich wirklich nicht, wann dieses Magazin rausgekommen ist. Das Saphira Sondermagazin, also Neon Sondermagazin Nummer 3 für 3,99 €, also rund 4 €. Das Magazin, Bastelbogen und ein Saphira-Ei. Da ist natürlich eine Babyprinzessin drin, in Neon. Und all das schauen wir uns jetzt mal in diesem Video an. So, das ist das typische Saphira-Ei, aber das kennen wir ja alle. Auch schon mal ab und zu mal so Produkte von Saphiras angeboxt. Dann haben wir hier einen Bastelbogen und das typische Magazin, wo wir jetzt ein bisschen drin herumblättern werden. Und wie gesagt, wer das natürlich genau weiß, wann das rausgekommen ist, schreibt es mir und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare. Oh, da ist es, Neonbaby. Natürlich sehr viel Merchandising, schöne Bilder. Oh, eine Comicbeilage. Da hieß das Baby wohl. Guckt mal, die Flügel sind drei verschiedene Farbpunkte. Wenn es da drin ist. Aber das sehen wir gleich. Merchandising. Comic geht weiter. Ja, das muss, glaube ich, schon etwas älter sein. Ich weiß bloß nicht, wie alt. Wer es natürlich weiß, schreibt es mir und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es noch eingepackt gehabt, wollte es jetzt endlich auspacken. Und jetzt öffnen wir natürlich das Saphira-Ei mit den Neon-Prinzessin-Baby. Dafür zoome ich mal näher ran. Das ist es ja, das typische Ei. Das kennen wir ja alle. Ah ja, jetzt muss ich das leider so, weil die ja ziemlich fest immer drum ist. So. Das ist so, und ihr seht, die Struktur ist richtig cool. Nicht so wie die normalen, die ganzen glatt. Dann hier vorne. Einfach nur ohne königliche Zeichen. Jetzt öffnen wir es. Ein Beipackzettel drin. Ich glaube, der ist immer selten, wenn ein Beipackzettel dabei ist. Aber nichtsdestotrotz geht es ja uns um die Babyprinzessin. Und? Ach, schaut mal, der möchte in eure Arme. Sieht natürlich richtig putzig aus. Und der ist das. Mit den Flügeln, mit den drei Punkten. Rot, gelb, blau. Oh, eine Babyprinzessin. Richtig cool. Also, wo ihr was von Saphira bestellen könnt, verlinke ich natürlich unter dem Video. Ich würde mich bedanken, wer natürlich weiß, wann dieses Magazin rausgekommen ist. Weil es kann ja, es kann nicht aktuell sein. Es muss schon etwas älter sein. Weil die Kiste hatte ich schon lange nicht mehr auf. Und dann gibt es dieses Neon-Baby natürlich nicht mehr. Sieht aber richtig cool aus. Muss ich echt lassen. Dann natürlich dafür die neonfarbene Eierschale. Ist wieder schlafen gegangen. Also wie gesagt, wer es natürlich genau weiß, ich bedanke mich schon mal im Voraus. Ich versuche natürlich irgendwas unter dem Video zu verlinken von Saphira, wo ihr sicher und bequem. Das immer. Günstiger müsst ihr selber mal schauen. Ansonsten war es das mal wieder und sage ich deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.